Hallo zusammen und willkommen zurück zu What Remains of Edith Finch. In der letzten Folge haben wir uns hier oben auf den Dachboden begeben. Und das hier ist Dawns Zimmer. Dawn ist die Mutter von Edith. Wir haben uns letztes Mal schon dieses hübsche Herzbild angeschaut. Das sind die Eltern von Edith, Dawn und Sanjay. Und hier geht es wahrscheinlich weiter. Und hier können wir uns nämlich an irgendeine Geschichte von Dawn anschauen. Und dann habe ich eben, weil ich einen Teil nochmal spielen musste, um wieder hier hinzukommen, gesehen, dass man hier runterrutschen kann. Und irgendwie habe ich Lust, das mal auszuprobieren. Deshalb mache ich das jetzt. Spektakulär. Na gut, dann müssen wir jetzt hier wieder hochklettern. Ich dachte, sie sagt vielleicht irgendwas. Aber naja, wir haben ja Zeit. Lass dir ruhig Zeit, Edith. Dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt einfach mal hier die Bibel an. Ich habe die Helligkeit im Spiel wieder runtergeschraubt, weil ich fand, das sah sehr merkwürdig und rauschig aus. Ich habe es aber irgendwie versucht, anders anzupassen. Ich hoffe, dass es jetzt etwas besser aussieht. Mal schauen. Okay. Oh. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. Okay, wir können überhaupt keine Geschichte angucken. Die Mutter hat sich mit Religion beschäftigt. Wir haben ja letztes Mal schon gelernt, dass die Mutter, glaube ich, sowas wie Freiwilligenarbeit in Indien gemacht hat, in Kalkutta. Okay. Dann gibt es hier gar nicht so viel zu schauen. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Okay. Sie war Englischlehrerin in Indien. Louis was born a year later. Louis ist also wahrscheinlich in Indien geboren. Wo sind wir denn jetzt hier? Genau. Über der Tür, ne? Über der Eingangstür. Gehen wir mal hoch. When my dad died, I don't think mom knew where else to go. Okay, und warum ist der Vater gestorben? Dawn. Ach, vielleicht erfahren wir hier noch was von ihr. I'm sure Edie was happy to have her back. Milton, Louis, Edith. Okay, hier hatte jeder von den Kindern ein kleines Beet. Und Dawn auch. Auch eine coole Idee. Louis hat Kräuter angepflanzt. And to see kids in the house again. Milton hat Kunstwerke gemacht. Und Edith hat Bäumchen gepflanzt. Ganz schön großer Wald, muss ich sagen. Ich frage mich gerade, ob ein Patch rauskam für das Spiel. Es sieht ein bisschen besser aus. Aber sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Es geht aber noch ein ganz schönes Stück weiter hier, oder? Mal schauen. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that.
Ja, man sieht's, dass überall an allen Ecken es angebaut wurde. Der Mond, wir gehen mal hier rein. Weiß gar nicht, was das ist hier. And for a while, things were good. Oh. Almost normal. Eine kleine, ein Schulzimmer, würde ich sagen. Familiengeschichte wurde gelernt. Okay. Mathe natürlich. Sogar mit Projektor. Überall Bücher. Nichts Neues hier. Das ist natürlich ein tolles Klassenzimmer, muss ich sagen, mit so einem Ausblick. Oh, den Finch. Das hielt nicht lange. To teach and to learn. Dawn Finch. Dawn hat ein Lehrbuch geschrieben oder ein Sachbuch über Lehren. Observation, Question, Research, Hypothesis, ach, blablabla. Experimente. Da bin ich auch immer für, alles mit Experimenten zu festigen. Nicht alles, fast alles. Und überall irgendwie die Bibel. Okay. Haben wir das schon gelernt, wo Sanjay gestorben ist? Bei einem Unglück? Familienfoto. Der Fluch. Okay, wir gehen mal weiter. Raus aus dem Klassenzimmer. Oh. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Edie hat Milton ein Schloss geschenkt. Und das war der Anfang des Endes. Kann man überhaupt nicht ganz sehen. Zum Schluss hätte ich auch gerne. So ein Türmchen. Hier geht's auch noch lang. Ich schau mal kurz um die Ecke hier. Okay, da geht's noch ganz schön. Mein Gott. Okay, dann schauen wir uns erstmal Miltons Türmchen an. Einmal reinschauen. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Überall Farbe. Melden. Ach, da können wir wahrscheinlich dann rein. Das sieht ja auch mal genial aus, oder? Ich schau mal noch mal kurz hier rum. Vielleicht ist hier noch was. Hm.
Nee, wir gehen einfach mal rein. Wenn das denn geht. I think Edie was happy to finally have another painter in the family. Wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue. Ist das hier alles aus Unfinished Swan, dem Spiel von den Entwicklern, das erste Spiel der Entwickler. Das kommt mir alles sehr bekannt vor. Besonders auch diese Stadt und der Frosch und das Schwarz-Weiße natürlich. Übrigens ein sehr gutes Spiel. Ich kann es nur empfehlen. Wer Indie-Spiele mag, der sollte es auf jeden Fall mal ausprobieren. Unfinished Swan. Auch dieses schwarz-weiße und dann ab und zu so Farbkleckse. Das hat alles was mit dem Spiel zu tun. Ich will aber jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Geh mal hier hoch. Ach, sehr cool. Ganz ehrlich, hier muss man doch irgendwie inspiriert sein, oder? Wenn man hier oben drin sitzt. Inspiration finden. Milton. Die Musik ist auch ziemlich toll. Vielleicht hat Milton ja Unfinished Swan erfunden. Ich schätze, dass da nicht wirklich was Wichtiges auf den Zeitungen steht. Mord sind auch immer wieder die gleichen. Wir schauen uns mal die Geschichte hier an oder was auch immer jetzt kommt von Milton. Milton Finch in The Magic Paintbrush. I was 4 when Milton disappeared. Das ist zwar kurz gewesen, aber sehr aussagekräftig irgendwie. Ein kleines Daumenkino. Haben wir früher auch immer gemacht in der Schule. Allerdings nicht so schön. Kommt man hier überhaupt nicht wieder runter, oder? Ah, da ja. Ist ziemlich cool gemacht hier. Ich glaube, das war's auch schon fast hier. Schon ewig her, dass ich Unfinished Swan gespielt habe, aber auch der Charakter, den er, wie er sich selbst gemalt hat, der sieht auch ein bisschen so aus wie eine Figur, glaube ich, aus dem Spiel. Bin mir nicht ganz sicher. Dann gehen wir mal wieder runter. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. So ganz kann ich das nicht verstehen, dass man die Türen so verschließt irgendwie. Ich
weiß nicht. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Dann gehen wir mal dahin jetzt. Sehr stabil sieht das hier alles nicht aus. Aber auch die Geschichte war wieder irgendwie schön erzählt. Ich stecke fest. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. Louis? After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Gehen wir mal weiter. Das ist jetzt Louis. 2010. Everyone always told me to stay out of Louis's room. Except Louis. Okay. Louis hat eine Wasserpfeife. Und irgendwie psychedelische Bilder an der Wand. Können wir da auch reingehen? Schauen mal. Das war übrigens, glaube ich, die Trophäe, um überall in die Gucklöcher und Teleskope zu schauen. Hier geht's noch hoch. Was ist hier? Ach, da geht's gar nicht hoch. Aber da ist noch mehr da oben. Wir gehen mal hier rein, wenn das geht. Mein Gott. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich mich hier hinsetzen würde, um zu chillen. Das sieht zwar gemütlich aus, aber so ein Boot im Baum auf einem Haus? Ich weiß nicht. Moment. Kann ich hier runterfallen? Wahrscheinlich nicht. Okay. Wir können nicht so hoch schauen. Gehen wir mal rein. Entschuldigung. Ich musste mich mal kurz anders hinsetzen. Aber sie geht nicht rein. Louis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Okay. Eine Spielekonsole. Ich würde sagen PlayStation 1. Wonderland Turbo. Ein Videorekorder. Ein Videorekorder und ein Flachbildschirm. Interessant. Highschool. Ja gut. Ich weiß nicht, ob die Texte hier zum Lesen gedacht sind. Ich schätze mal nicht. Was ist das? Qualitätszigarren. Überall Kerzen. Legalize Marihuana. Okay. Mal schauen mal. Louis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Hier liegt aber noch viel rum. Computer.
Videos. The Red King's Dream. Könnte auch. Weiß ich auch nicht. Ist das ein echter Film oder ist das eine Anspielung wieder? Locker Contents, okay. Das dürfte dann die Geschichte von Louis sein. Dear Mrs. Finch, as Louis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Louis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery. But he withdrew part of himself. Bin so langsam. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to... wander. Okay. Wir sind irgendwie... Mit dem rechten Stick spiele ich jetzt die Fabrik und mit dem linken muss ich hier durchlaufen. Hab ja. I asked him to describe it. He said he started small. Imagining a labyrinth. Ich muss ja die Fische wegmachen, sehe ich ja nichts hier. He'd feel his way about. Okay. Mach weg die Fische. Wieso kommen so viele? Da geht's nicht lang. Then something moved. Weg. Etwas bewegte sich. Bats. Fledermäuse. And toads. Und Kröten. Es ist schade mit den Fischen, dass man irgendwie nicht so viel sieht. And things that have not names. He knew it was all in his head. Das ist wieder so cool gemacht. Ich bin irgendwie absolut begeistert von diesem Spiel. Auch wenn es jetzt gerade etwas schwer zu spielen ist. He took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Louis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. A whole new Louis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first.
He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. Songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. He held an election for men. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. Cool ist denn dieses Spiel? He'd conquer a city, then immediately push on. New Lewisville. St. Louis. He started drifting away from our reality. Minneapolis, until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. In Lewisburg, he heard rumors of a beautiful prince. The prince was on his own quest for nee, finstere Schlangen möchte ich nicht. Radiant rainbows. Oops. Oops, muss ich da durchfahren? Nein, ich bin schlecht. Jetzt followed aber. The sound of his Silberharfe, elektrischen Zitar. Keine Ahnung. Electric sitar. Okay, ich muss drüber fahren. Es ist ein bisschen schwer, mit rechts und links zu spielen. Nein. Nur mal so angemerkt. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon.
Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. "My imagination is as real as my body," he told me. It was hard to argue with him. Okay. Das ist wahrscheinlich die Fischfabrik. Ein Spind. He began to forget the world we know. Mann, das ist aber auch ein Arbeitsplatz. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. He began to despise the man with a royal contempt. Irgendwie ist diese Geschichte sehr traurig. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Who'd insisted on advising him. Molly. Crown.
only one thing left to do. Hey, Mini. Das ist doch eine Guillotine. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. My brother was really cool. I wish you could have met him. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie war das für mich die traurigste Geschichte. Abgesehen vielleicht von Gregory. Geht noch weiter. Aber die Folge dauert schon so lang. Und deshalb beende ich die jetzt mal hier an dieser Stelle. Auch damit ich einmal kurz durchatmen kann. Und dann... Ach so, was ist das denn? Das schauen wir uns noch kurz an. He was so proud of being Indian. I think for him it was a way to be something other than just a Finch. Ja. Okay, das nächste Mal gehen wir dann hier weiter. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich war nicht zu still, aber ich wollte das Spiel ein bisschen für sich wirken lassen teilweise, weil ich es einfach wunderschön finde. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Also dann, bis zum nächsten Mal.